wenige Minuten vor dem Start das letzte Rennen heute hier in Möckers. Wie bist du vorbereitet? Ja, gut. Ich fühle mich gut auf dem Motorrad, das passt. Einfach mein Ding fahren. Und wie war es im ersten Lauf? Ja, Start war scheiße, aber dann einigermaßen vorgefahren und konstante Runden gefahren, ja. Ja, da werden wir die beobachten jetzt im zweiten Lauf. Alles Gute. Jawohl, alles klar, danke. Kurzes mentales in dich gehen. Ja, ja, halt Glück, dass man wieder zurückkommt und Vollgas gehen. Ja. Was hast du jetzt für einen Start vorgenommen? Ja, halt, wenn man im zweiten Gang probieren und halt Vollgas rausfahren, ja. Ja, da schaut man die Linie von den Kollegen an und kann man da noch was draus lernen? Ja, ich probiere jetzt dann im zweiten Lauf besser rauszukommen, aber Training muss halt sein. Wie ist die Taktik jetzt für den zweiten Lauf? Ich probiere jetzt von außen ein bisschen besser reinzukommen und dann halt probieren mit dabei zu sein. Ja, ein bisschen. Im ersten Lauf ist es jetzt besser gelaufen wie im Zeittraining. Ja, jetzt schauen wir, wie es im zweiten Lauf tut. Was hast du für Taktik? Innenfahren und kraftsparend. Wie ist er denn gelaufen am ersten Lauf? Ja, im ersten Lauf ist okay gelaufen. Spaß gehabt. Ist das nicht das beste Ergebnis, aber es ist gut gelaufen. Du bist zufrieden und jetzt für den zweiten Lauf? Einfach Spaß haben. Der Bulli ist auch vorbereitet, lacht einmal, freut sich jetzt schon auf den zweiten Lauf. Ja, wenn die Hände noch mal hart wären, wird das sicher gut. Und was hast du vorgenommen? Was war Taktik? Top 10 und am Start wird vorne kommen. Wie ist es im ersten Lauf gegangen? Geht so. 13, 11 war er und Kraft ein bisschen ausgegangen. Ja, und jetzt unter die Top 10? Ja. Dann wünsche ich mir alles Gute. Danke. Wie war der erste Lauf? Ja, eigentlich, der Start war schlecht. Dann habe ich mich aber zum Glück noch gut vorkämpfen können. Und habe noch einen Elias Steurer und einen Lukas Simmer überholt. Leider hat es für Lewis Hollage nicht mehr gereicht. Aber da schauen wir jetzt, dass ich einen guten Start hinkriege. Und dann einfach weit vorkommen und verteidigen. Ja, sturzfrei. Also sitzen bleiben, ja. Und halt vielleicht noch eine Position gut machen. Mal schauen, wie die Strecke ist. Aber ich denke, es wird gut, ja. Wie war es im ersten Lauf? Ja, sehr anstrengend. Also das Rennen hat sich doch noch in die Länge gezogen. Aber sonst bin ich relativ zufrieden mit dem Ergebnis. Wie hat dir das Wochenende gefallen bis jetzt? Also echt super. Die Strecke ist gewaltig. Hat sich echt viel Mühe gegeben. Immer super, Top-Bedingungen. Echt gut, ja. Ich bin ready für den zweiten Lauf. Aber ich würde sagen, so wie es im ersten Lauf gelaufen ist, das machen wir nicht nochmal. Mehr attackieren und nach vorne fahren auf jeden Fall. Was war beim ersten Lauf? 7. Platz, kein Flow gehabt, ich kam nicht mit der Strecke zurecht und war mehr mit mir selber am Kämpfen, als gegen das Bike zu kämpfen, anstatt mit der Strecke zu fahren und kein Flow drin gehabt. Kurze Besprechung noch mit deinem Betreuer. Ja, mit dem Vater sicher mal den ersten Rennlauf angeschaut und was noch Verbesserungen gibt. Und dann probieren wir das möglichst gut zum Umsetzen, jetzt im zweiten Lauf. Ja. Wie gefällt es dir hier, Möckers? Möckers ist immer cool zum Fahren. Also, ich trainiere da und es macht mega Spaß, zum da Rennen fahren. David, bist du eingestellt für den zweiten Lauf? Absolut. Erster Lauf hat zwar nicht so gut hingekommen, wie ich mir vorgestellt habe, weil es mich geschmissen hat, aber ich bin optimistisch, dass jetzt der zweite besser hat. Ja, mental gut drauf? Absolut, ja. Wie gefällt es dir hier, Möckers? Sehr schöne Strecken, Bonus, super, Sprünge sind der Wahnsinn. Also, es macht so viel Spaß zum Fahren. Wie gefällt dir der Cup? Ganz gut. Sehen wir den nächstes Jahr? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist er mit dabei und das würde uns freuen. Und jetzt schauen wir mal weiter da. Da gibt es ja viele junge, schnelle und da müssen wir schauen. Hier, der Simon, der ist ja einer der schnellsten hier im Feld. Hat den ersten Qualifying-Lauf für sich entscheiden können, war ja richtig gigantisch. Einen Doppel-Qualifying mit einem Freund. Richtig, ja, das war so, ja. War richtig gut. Und wie bist du eingestellt jetzt für den zweiten Lauf? Ja, ich gebe jetzt natürlich alles, bin jetzt im ersten Lauf Zweiter geworden. Wenn ich jetzt den zweiten Lauf nochmal gewinne, dann wäre es der Gesamtsieg und darum werde ich versuchen, nochmal komplett anzugreifen. Ja, da werden wir das beobachten. Es wird jetzt spannend zwischen euch zwei. Ich habe schon gesehen, also er ist schon ganz heiß, er ist gut drauf. Dein Kollege, dein Freund, dein Trainingspartner. Und er bereitet sich jetzt vor. Und jetzt werden wir mal fragen, wie er sich vorbereitet mental. Ja. Wie schaut es aus? Ja, meine mentale Vorbereitung war Entspannungsphase. Haben wir ein bisschen Quatsch gemacht oben, ein bisschen Blödsinn hinterher geredet und ja, jetzt richte ich die Rille her und dann machen wir noch einen Holeshot und einen zweiten Laufsieg.
Ja, der Oliver ist perfekt eingestellt. Also, da wirst du ihm Parole bieten. Also, alles wirst du ihm nie zulassen, oder? Nee, also, das ist auf gar keinen Fall. Also, wenn ich schon in die Finger kriege, dann gucke ich schon, dass er schon auch auf Seite geht. Ja, da werden wir schauen. Und das wird spannend. Und wir werden gleich schauen, oben in der ersten Kurve, ob Oliver das umsetzen kann, was er sich vornimmt. Oder der Simon. Wir wünschen euch alles Gute. Ein tolles Rennen, spannendes Rennen. Heute hier, das letzte Rennen hier bei MySport, MyStory, den Liqui Moly, den Junior Cup. Und jetzt geht's gleich auf, gleich weiter. Ja, Start war eigentlich ganz gut, dann kleinen Fehler eingebaut und ja, zurückgefallen, dann schnell Armpump bekommen, harte Arme und ja, dementsprechend dann auch human zu Ende gefahren. Die Strategie jetzt für den zweiten Lauf? Ja, auf jeden Fall wieder einen guten Start haben, unter den Top 5 einreihen und dann ja, einfach fahren. Spaß ja, haben. Sind wir gespannt, wer hier am besten wegkommt, wer holt den Holeshot und wer ist da? Sieger des zweiten Laufes und der Sieger des gesamten Rennens dieses Wochenendes hier vom MySport, MyStory, den Junior Cup 2023. Und jetzt ist er gerade von der Pinkelpause zurückgekommen und er ist auch ganz happy, ganz nervös, ist er schon eingestellt. Oder bist du medial gut drauf? Ja, ich bin schon gut drauf, also das tut schon recht. Also nervös bin ich nicht, aber ja, klar, Respekt gehört dazu, oder? Du freust dich auf jetzt aufs zweite Rennen. Ja, gewaltig. Dann wünschen wir jetzt ein spannendes zweites Rennen und gib Vollgas. Und wir wollen Spannung hier beim letzten Rennen. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, Simon Müller führt hier. Ja, und es führt immer noch der Simon Müller vor dem Oliver und vor dem Lauritz Winkel. Ja, ein tolles Rennen von diesen ersten drei und auf Position 4 die 234. Jetzt kommen sie schon wieder hier über das Waldstück herauf und es führt immer noch der Simon Müller vor dem Oliver Hickermann und vor dem Lauritz Winkel. Und wer ist auf B4? B4 werden wir jetzt gleich schauen. Wer kann sich hier durchsetzen auf B4 mit der 294 der Aaron Kirchhofer? Ja, MySport, MyStory, wir möchten uns recht herzlich bedanken bei den Helden der Motocross-Szene, bei den Pilotinnen und Piloten. Ein spannendes Rennwochenende hier in Möckers, wo wir die Klassen der 50, 65, 85, der MX Junior Klasse, die Ladies
Und dann gab es am zweiten Tag auch noch die offene Open-Klasse, die MX und die Cup-Version für den MSC Möckers, für die Clubmitglieder. Und da gab es spannende und tolle Rennen hier in Möckers. Und wir freuen uns wieder, hier nach Möckers kommen zu dürfen mit unserem Cup von MySport, MyStory, Liqui Moly Junior, promoted von Alexander Andreis, der hier dieses zuwege brachte. Und ein tolles, spannendes Rennwochenende für unsere Pilotinnen und Piloten hier gestaltete. Und es gab spannende, absolut tolle Rennen. Ja, und hier an der Führung der Simon Müller vor dem Oliver Hinkelmann. Und da sieht man schon, welche Spitze hier fährt. Auch auf B3 der Lauritz Winkel und auf B4. Auf Peter Aaron Kirchhofer und mit der David Grimms. Ja, ein spannendes Rennen hier für die jungen Motocross-Piloten, die hier ein perfektes Rennen vorfinden können. Eine perfekte Rennstrecke vorbereitet vom MSC Möckers. Und da möchten wir den Vize-Obmann, den Marco Heidegger, recht herzlich danken, dass er so eine perfekte Strecke mit seinen Jungs hier schaffen konnte. Und natürlich den Gregor Wucher, der hier für diese Rennstrecke, für sein Gelände hier dieses bereit erklärte, immer wieder tollste Rennen hier für uns zu schaffen. Und somit möchten wir uns recht herzlich bedanken bei Gregor Wucher, bei seiner Mannschaft vom MSC Möckers. Und wir freuen uns auf das Jahr 2024, wo wir wieder bei euch hier ein spannendes Rennen machen würden, wo wir uns wieder für euch vorbereiten und eine tolle Renngemeinschaft hier bei dieser Rennstrecke vorfinden. Alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft wünschen wir allen Pilotinnen und Pilotinnen von MySport, MyStory, Liqui Moly Junior Cup, Pia Schorre, Dietmar Brückel und Alexander Andreis mit seinem Team. Ja, der Gabriel Reumüller mit der Startnummer 214, er ist auch noch vorne mit dabei. Unter den Top 7 platziert er sich momentan. Ja, schauen wir, welche Einstellung er für sein Motorrad gefunden hat. Kann er es im hinteren Feld noch einmal versuchen, dieses Rennen für das vordere Top-5-Klassement für sich zu entscheiden? Ja, sind wir gespannt und wir freuen uns jetzt schon. Wenige Minuten noch, 3 Minuten sind noch auf der Uhr und dann ist hier dieses Rennen für das Jahr 2023 beendet. Ja, und es wird hier schon alles zusammengeräumt bei dem MSC Möckers. Ja, welch für eine tolle Mannschaft hier in Möckers, die Freunde des Motorsports. Und wir freuen uns immer wieder, hier heraus mit dabei zu sein, bei strahlender Witterung heute dieses wunderschöne Rennen hier für unsere Jugend und für unsere Clubmitglieder und für unsere zukünftigen Rennen. Wir möchten in Zukunft eine größere Rennveranstaltung für euch hier organisieren, beim MSC Möckers, hier unter der Führung von Alexander Andreis und dem Team vom Möckers Motorsport. Ja, und immer noch in Führung der Simon Müller vor den Oliver Hinkelmann. Ja, und der Lauritz Winkel, ja, er ist dann etwas zurückgefallen, leider. Und hält aber immer noch B3 ein und auf B4 mit der Startnummer 24. Jetzt der David Grimms und auf 234 der Aaron Kirchhofer. Ja. Und auf der Nummer 222 der Niklas Diebenbusch. Ja, ein tolles Rennen von diesen jungen Motorsportlern, die hier alles geben bei diesem Rennen in Möckers. Sie alles leisten für diesen Sport, ob in der Kondition, ob im mentalen oder auch im technischen Bereich. Ja, und wir sehen hier ein spannendes Rennen. Und es dürften nur mehr noch wenige Minuten an der Uhr sein. Ja, und jetzt kommt er hier vorbei, der Führende, der Simon Müller vor den Oliver Hinkelmann. Ja, es ist ihm nicht mehr ausgegangen für den Oliver. Und der Sieg für den Simon ist somit gemacht. Und jetzt nur mehr noch die Linkskurve. Ja, ein spannendes Rennen. B1 für den Simon Müller, B2 für den Oliver Hinkelmann und B3 für den Lauritz Winkel. Ja, ein absolut Top-Rennen hier vom Liqui Moly Euro Junior Cup. Und wir haben hier den Sieger, der was auch den Holdshot gewonnen hat, den Simon Müller. Simon, ein fantastisches Rennen von dir, ein toller Tag für dich. Gesamtsieg
heute hier eingeholt. Und ihr habt es euch richtig gegeben, Oliver und du. Richtig, ja. Also es war ein mega Rennen. Es war super sportlich, muss man gleich dazu sagen. Ich habe gemerkt, er hat tierisch Druck gemacht. Ich habe dann ihm halt ein paar Löcher auch zumachen können, was halt mein Vorteil durch den Holzschott war. Und nee, an sich war es echt eine mega geile Veranstaltung. Top Strecke, top Leute. War genial. Ja, top Leute, top Veranstaltung. Und hier bekommst du jetzt die Prämie für den Holzschott. Überreicht von unserem Promoter, vom Alexander Andreis. Eine tolle Geschichte hier. Und gespendet ist dieser Holzschott von Novum Versicherungsmakler. Ja, und B2 heute bei diesem sensationellen Rennen, der Oliver Hinkmann. Oliver, ihr habt es euch richtig gegeben heute, ihr zwei Freunde. Ja, war saugeil, ey. Nichts Besseres, wie wenn wir zwei vom Start wegfahren als erste zwei. Und das ganze Rennen hinterhergefahren hat so Spaß gemacht. Nur selten so Spaß beim Fahren gehabt, es war einfach geil. Haben uns gegenseitig am Leben gelassen, waren teilweise nebeneinander, aber mit dem Bub kann man das machen und es macht mega Spaß, einfach geil. Ja, sie sind ganz oben eng bei mir vorbeigefahren und sie haben gelächelt. Also das war auch super, man hat es ihnen angesehen. Ja, Lauritz, ein tolles Rennen auch von dir. B3 heute eingefahren und die zwei sind ja zwei Kapazunder, aber ein tolles Rennen von dir. Ja, sowieso. Erstmal herzlichen Glückwunsch an euch zwei. Richtig, richtig gut gefahren. Ich bin immer beide Rennen richtig gut auf dem Gatter rausgekommen, aber irgendwie nach 100 Meter konnte die dann irgendwie leider nicht mehr. Beide Male so vier, also Top 4 rausgekommen. Top. Dann probiert nochmal so ein, zwei Runden mit den Jungs mitzufahren, aber irgendwann habe ich es dann nicht mehr mithalten können und dann probiert den dritten nach Hause bringen und dann das habe ich geschafft. Also top Wochenende von meiner Seite. Ja, das ist der top gelungen. Ein tolles Wochenende. Ein tolles Wochenende hier in Möckers. Ja, wir bedanken uns von MySport, MyStory für diesen tollen Euro Junior Cup. Tolle Sieger, tolle Zweite, tolle Dritte und ein tolles Wochenende. Und wir werden es jetzt den Alexander Andreis bitten, zu uns herkommen. Alexander, und leider weg ist er, der Alexander. Wir werden ihn gleich finden bei der Siegerehrung. Ein tolles Wochenende, ein tolles Rennen für unsere Liquimolli Junior Sportlerinnen und Sportler, und wir wünschen uns für 2024 noch mehr und solche tolle Sieger, die wir hier haben. Den Simon Müller, den Oliver Hinkelmann und den Lauritz Winkel. Alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Oh, her bitte, jawohl. Und dann gucken wir so zu unserem Boden. Auf einer Gasgas unterwegs, Silverstein Racing, Lauritz Winkel. Und ein toller Fight im zweiten Lauf auf einer Yamaha. 52 Zweigart unterwegs, aus Deutschland, Oliver Winkelmann. Haben wir scharfes Battle gehabt, bis zuletzt im zweiten Lauf ein faires, hartes Battle. Holzschott-Gewinner, Novum Holzschott-Gewinner im zweiten Lauf für den MSC Amzell. Startnummer 243, Simon Müller. Mal einen Applaus für unsere Kategorie Jugend.